Hooters, das ist eine Restaurantkette aus den Vereinigten Staaten. Hooters, das sind, so das Klischee, aber auch Burger, Brüste und kurze Hosen. Ende November öffnet die erste Filiale in Frankfurt und so fand nun das erste Hooters-Casting im Steigenberger Hotel statt. Zahlreiche Interessentinnen samt Begleitern erschienen und bewarben sich als sogenanntes Hooters-Girl. Doch warum bewirbt man sich eigentlich gerade bei Hooters? Ja, weil ich denke, ich habe das A, vom Charakter her passe ich da rein, B, von der Figur her passe ich da rein und C, ist mein Mann davon felsenfest überzeugt, dass ich eigentlich da ein gutes Bild dran abgeben würde. Weil ich gerne tanze, ich war 5 Jahre lang Cheerleader, habe eigentlich mein ganzes Leben lang Ballett gemacht, bin auch ganz verrückt eigentlich drauf, also, und ich glaube, das passt ganz gut in dieses Konzept. Dass die Bewerberinnen spontan sind und tanzen können, das mussten sie natürlich auch beweisen. Per Zufallsprinzip wurden immer wieder Bewerberinnen nach vorne geholt und mussten entweder mitmachen oder etwas vorführen. Doch dabei erwischte es nicht nur die Bewerberinnen, sondern auch die eine oder andere Begleitperson. Und du hast dich bei uns auch beworben? Nein. Und du bist Begleitperson hier? Ja. Hallo, ich bin die Corinna und ich habe mich gar nicht beworben. Das Publikum war aber sowieso gut dabei und unterstützte das Casting fleißig. Aber mit was für einer Einstellung geht man eigentlich zu so einem Casting? Mit was für einer Einstellung? Man erreicht einfach nur Spaß bei der Arbeit. Es ist kein einfacher Job, also dass man das einfach nur als ganz einfach Geld für den Reis sehen sollte. Es macht super Spaß, es ist eine Lebenseinstellung. Ja, man erwartet viel Abwechslung bei der Arbeit, viele neue tolle Leute, tolle Arbeitsatmosphäre, Entertainment. Ja. Hat Hooters denn wirklich Zukunftsaussichten oder ist es nur ein kleiner Job? Nee, also ich stimme das schon ein bisschen mehr an. Also ich habe da schon die Hoffnung, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt und dass ich da auch eventuell eine kleine Karriere starten kann. Und so ging das Casting weiter. Vorstellungen oder imaginäre Bestellungsaufnahmen standen ebenso auf dem Plan. Ich komme aus Frankfurt, ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau und Fremdsprachenassistentin, which means I could also skip into English, which is an advantage for the training, for example, and Doch nochmal kurz zum Image. Gab es schon schlechte Erfahrungen mit Gästen? Bestimmte schlechte Erfahrungen hatte ich eigentlich gar nicht. Also es ist niemals etwas vorgekommen, wo ich gesagt hätte, ich möchte nie wieder hier arbeiten, das ist ekelhaft. Das ist niemals vorgekommen, weil wir uns einfach zu benehmen wissen und den Gästen einfach die Grenzen zeigen von vornherein, sodass es gar nicht dazu kommt. Kurz darauf ging es zur Beratung. Wer soll zum 10-tägigen Training kommen und ein Hooters Girl werden? Stechen schon so einige hervor, die wirklich, wo man direkt sagen kann, warum. Dabei. Ja. Dabei, das steht 100%. Dann sind welche von ihrer Persönlichkeit her, wo man auch ein bisschen schauen muss, wie entwickelt sich das Ganze. Da muss man wissen, die müssen ein bisschen aus sich rauskommen. Letzte Gespräche mit den Bewerberinnen beseitigen die letzten Zweifel. Jede von ihnen wird zum Hooters Girl ausgebildet. Wir werden uns in den nächsten Tagen bei jedem Einzelnen melden, werden die nächsten Informationen durchgehen. Wir planen am 19.11. planen wir die VIP-Eröffnung. Es hat sich also gelohnt. Macht die Zufriedenheit breit? Nach diesem Abend hier habe ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall das, was ich machen möchte. Dann wünschen wir dem Hooters noch viel Glück für die Zukunft.